und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Konkretes Beispiel, eigentlich ziemlich ätzend und ziemlich tragisch. Haben auch die Banker, die damit zu tun hatten, selbst noch nie erlebt. Ich folglicherweise auch nicht. Das war ein Pärchen, nicht verheiratet, haben ein schönes Fast-Neubau gekauft mit einer riesen Pferdekoppel, ne, weil die auch noch ein kleines irgendwie Pferdchen da hatten und so weiter. Waren, glaube ich, im Januar eingezogen und am Ostermontag lag er tot unter dem Computer mit 34 Jahren. Ich hatte denen damals noch gesagt, bitte auf jeden Fall eine dicke Risikolebensversicherung abschließen, damit zumindest, wenn was passiert, ein Teil des Darlehens abgelöst werden kann und dass der übrig bleibt, sich die Raten dann noch leisten kann. Ja, machen wir. Hatte er natürlich nicht gemacht. Na, er sagt, ja, habe ich meinen Versicherungsmatch, mache ich mit dem. Ja, schöne Scheiße. So, aber was viel schlimmer war, er hatte in die Finanzierung hatte er noch von so einer großen blauen Versicherung, die in Europa die größte ist, eine Versicherung abgeschlossen. Gott sei Dank auch auf den Todesfall. Die war in die Finanzierung mit eingebaut. Jetzt kommt noch dazu, dass sie von ihm schwanger war. Die Eltern, die unten wohnten, die eine Miete gezahlt haben, die wurden auch noch beide Pflegefall. Und es gibt noch drei andere Katastrophen, da erzähle ich jetzt nichts von. Also der Mega-GAU. Ja? Und da haben wir es dann hin. Sie hat mich Gott sei Dank dann angerufen, habe gesagt, okay. Dann haben wir mit der Bank gesprochen und dann haben wir das so hingekriegt, dass die Bank auf die Tilgung, also auf die Rückzahlung, erstmal verzichtet hat, die ausgesetzt hat. Ja? Das gab in der Rate etwas Luft. Und das habe ich hingekriegt, dass diese Versicherung, die fällig wurde, dass die auf das teuerste Darlehen als Sondertilgung angerechnet wurde, und zwar ohne eine Vorfälligkeitsentschädigung. Ja? Das heißt, wir hatten insgesamt drei Darlehen. Das eine war, ich glaube, zu 4,2, das andere 4,4 und den großen Teil hatten wir sogar zu 2,5 gemacht. Und wir konnten es eben so machen, dass das teuerste Darlehen getilgt wurde. Dadurch kamen sie von der Rate wieder runter und kriegt das jetzt trotz Kind und was weiß ich irgendwie noch gewuppt. Achso, was noch dazu kam, dann hatte er noch ein uneheliches Kind und die Mutter kreischte sofort los. Erbe, Erbe, Erbe. Ja, immer das Haus war voll finanziert, da war nicht groß, aber die hörte Immobilie, alles klar. Ja. Und hat dann auch noch auf das Erbe bestanden. Katastrophe. Ja, und diese Pferdekoppeln, die hatten wir gesagt, okay, für den Fall, dass es eng werden sollte, waren zwei davon als Bauland abzutrennen. Die konnte sie aber nicht verkaufen, diese zwei Bauplätze, weil Muttern von dem 14-jährigen nicht ehelichen Kind gleich gekreischt hat Erbe. Dadurch hat die alles blockiert. Ja? Mein ehemaliger Arbeitgeber, da habe ich diesen Fall mal angesprochen, die haben gesagt, jo, können nicht mehr zahlen. Naja, bei einer super Bonität würden wir das noch auf ein separates Girokonto die Raten auflaufen lassen, allerdings dann mit 15%. Ja, und das maximal ein halbes Jahr oder 9 Monate und das war's. Da wären sie also richtig im Eimer gewesen.
In der Praxis ist das eigentlich besser, wenn dann jemand mit der Bank spricht, der genau weiß, wie die Bank denkt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles Gute, Ihr Ralf Schiff. Tschüss!